Ein paar Betten sollten wir vielleicht auch bereithalten für die Flüchtlinge, die demnächst aus der Ukraine zu uns kommen werden. Sie wissen, auch da entsteht die Zivilgesellschaft gerade durch einen sehr schönen Bürgerkrieg. Der ist alternativlos, da lässt sich nichts machen, denn wenn es um die territoriale Integrität eines Landes geht, müssen Menschenleben halt schon mal hinten anstehen. Keiner kann verstehen, warum Moskau im Osten der Ukraine Separatisten unterstützt, anstatt beim Aufbau eines schönen NATO-Stützpunktes mitzuhelfen. Wann hat es das jemals gegeben, dass ein Land in einem anderen Land Verbrecherbande derart unterstützt? Okay, ich erinnere mich dunkel, dass die USA in Afghanistan die Taliban und die Mujahideen finanziert haben im Kampf gegen die Russen, das stimmt. Aber sonst? Okay, in Nicaragua haben die USA die Contras finanziert im Kampf gegen die Sandinisten, die waren auch demokratisch gewählt. Wenn wir jetzt schon dabei sind, Iran 1953, der demokratisch gewählte Ministerpräsident, wurde vom CIA geputscht, weggeputscht, um den alten Schah wieder zu installieren. Und Salvador Allende, der demokratisch gewählte linke Präsident Chiles, wurde mit einem faschistischen Putsch hinweggefegt, organisiert von den USA. Sie haben in Libyen die Rebellen unterstützt, um Gaddafi loszuwerden. Man könnte auch zusammenfassend sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten 40 Jahren noch mit jedem Schwein und Verbrecher auf der Welt zusammengearbeitet, solange die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen Großkonzerne gewahrt geblieben sind. Man könnte auch zusammenfassend sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika haben in den letzten 40 Jahren noch mit jedem Schwein und Verbrecher auf der Welt zusammengearbeitet, solange die wirtschaftlichen Interessen der amerikanischen Großkonzerne gewahrt geblieben sind.